Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute rechnen wir Prozente mit der Schlussrechnung aus. Normalerweise muss man für den Grundwert, für den Prozentanteil und den Prozentsatz je eine Formel lernen. Jedoch geht das Ganze auch mit der Schlussrechnung und zwar sehr, sehr einfach. Dazu heute drei Beispiele, die alle gleich aufgebaut sind und wir werden gleich beim ersten Beispiel zwei verschiedene Art und Weisen kennenlernen. Dazu denken wir uns, im Elektronikfachgeschäft gibt es heute Angebote für Ausstellungsstücke, Handys, Tablets und Laptops, die hier angegeben sind, sind jeweils in Klammer um diese Prozentzahl ermäßigt. Und das Ganze können wir jetzt, natürlich interessiert uns der neue Preis, leicht mit der Schlussrechnung ausrechnen. Wie schon bei der Schlussrechnung gelernt, schreiben wir uns das Ganze wie folgt auf. Erste Angabe, 100% kosten oder sind eben 280 Euro beim ersten Beispiel. Und uns interessiert natürlich, wie viel kostet das Handy am Ende. Und deswegen rechnen wir uns zuerst mal die Ermäßigung aus und wissen danach, was es am Ende kostet. Die Ermäßigung, das entspricht 12% und die wissen wir noch nicht. Also x Euro. Nach dem waagrechten Strich schreibe ich mir mein x hin. Ein ist Gleichzeichen und ich weiß jetzt schon, es wird ein Bruch werden, weil es bei Prozenten immer eine direkte Schlussrechnung ist und Schlussrechnungen generell einen Bruch beinhalten. Der Bruch lautet nämlich 12 Hundertstel, also 12 dividiert durch 100. Wenn du dir hier noch nicht sicher bist, schau dir die Videos zur Schlussrechnung an. 12 Hundertstel mal 280. Da brauchen wir jetzt das Euro- und Prozentzeichen nicht extra anschreiben. Wenn du dir nicht 100% sicher bist, wie viel da herauskommt, dann nimm einfach den Taschenrechner und überprüf dann mit meinem Ergebnis. Das Ergebnis für 12% sollte 33,60 Euro sein. Und jetzt wissen wir eben, was 12% sind. Wir ziehen das einfach von 280 ab, also der neue Preis. Der ist nichts anderes als 280 Euro minus 33,60 Euro. Und da kommt heraus 246,40 Euro. Nochmal zur Erinnerung, wir wissen, es kostet 12% weniger. Wir rechnen uns aus, wie viel das in Euro ist, und zwar mit der Schlussrechnung. Und danach ziehen wir diese 12% vom Gesamtpreis ab. Das waren hier 33,60 Euro, deswegen 280 Euro minus die 33,60 Euro. Diesen Schritt hier unten, den kann man sich sparen, wenn man einen kleinen Trick anwendet. Wir rechnen nochmal das Beispiel mit der Prozentrechnung, schreiben uns dazu auch die Schlussrechnung wieder auf. Mit 100% und 280 Euro. Aber diesmal nicht 12%, sondern wir schauen, dass wir dieses Ergebnis hier in Prozent anschreiben. Also das ist jetzt der Prozentanteil und wir wollen den Prozentsatz wissen. Das neue Produkt kostet ja nicht mehr 100%, sondern 12% weniger. Wie viel Prozent bleiben dann übrig? Genau, 88. Also das ist sozusagen der neue Prozentsatz. Statt 12% auszurechnen und zum Schluss zu subtrahieren, kann ich direkt den neuen Preis ermitteln. Der neue Preis ist nur noch 88% vom alten. Auch hier gehe ich wieder ganz gleich vor wie vorhin. Ich schreibe mir die Schlussrechnung an. 88 Hundertstel mal 280 und darunter dann das x ist gleich. Wieder mit dem Taschenrechner ganz einfach gerechnet und es kommt dasselbe Ergebnis heraus, nämlich 246,40 Euro. Damit habe ich mir diesen Schritt hier gespart und
ich muss ja nicht unbedingt wissen, was genau ich hier an Euro gespart habe. Es reicht ja, wenn ich den neuen Preis kenne. Vielleicht. Wenn ich aber den Prozentanteil, also diese 12%, genau wissen will, dann macht es natürlich mehr Sinn, die erste Variante zu berechnen. Beim zweiten Beispiel geht es um ein Tablet, das 240 Euro kostet und heute minus 25% angeschildert ist. 25% ist ein Viertel von 100, das heißt, es kostet ein Viertel weniger. Jetzt könnte ich schon auf die Idee kommen, wie viel denn ein Viertel von 240 ist. Oder ich rechne eben mit der Schlussrechnung, so wie wir es jetzt heute bei diesem Video machen. Also, wir haben hier 100%. Das sind 240 Euro. Und wir wissen, es ist um 25% ermäßigt, ein Viertel weniger. Deswegen kostet es nur noch 75% des alten Preises. Wie auch vorhin schon bei der Schlussrechnung, wir machen den waagrechten Strich und können dann x ist gleich schreiben. Es folgt ein Bruchstrich, denn der Bruch wird hier angeschrieben mit 75 Hundertstel, also 3 Viertel. Man könnte auch 3 Viertel schreiben. Wer das dann ausrechnen will, wie viel denn 75 Hundertstel sind und das mal 240, der kann das entweder im Kopf machen, das ist nämlich eine Kopfrechnung, finde ich, oder mit dem Taschenrechner. Herauskommt für das x auf jeden Fall 180 Euro. Und das bedeutet auch 25% sind eigentlich 60 Euro in diesem Beispiel. Nun, beim letzten Beispiel geht es um einen Laptop, der sonst 750 Euro kostet und heute eine Anschilderung hat von minus 20%. Das ist genau ein Fünftel. Auch hier schreiben wir uns wieder eine Schlussrechnung an, nur diesmal rechnen wir uns nicht eben 80%, sondern 20 aus. Ich schreibe mir wieder das x an, das ist Gleichzeichen und den Bruchstrich. Das ist immer das Gleiche, vor allem bei der Prozentrechnung, immer direkter Schluss, je mehr Prozente, desto mehr Euro und so weiter. Deswegen, da ändert sich nichts. 20 Hundertstel mal 750. Und jetzt muss ich die 150 von den 750 noch abziehen und dann bekomme ich auch ein Ergebnis für die 80%. 80% entsprechen dann 600 Euro. Das ist der neue Preis. Wenn man nun genau schaut, in grün habe ich im letzten Video den Prozentsatz markiert und wenn man den jetzt genauer betrachtet, hier zum Beispiel in diesem und in diesem Beispiel, dann ist der 12 oder 88% links und rechts. Und in der Schlussrechnung kommt er hier nochmal vor. Denn wenn ich genau aufpasse, Prozent heißt pro 100, 12%, also 12 Hundertstel. Und genau das steht ja hier. Genau das ist hier zu finden, 12 Hundertstel. Deswegen kommt das nicht von ungefähr, sondern auch hier mit der Schlussrechnung gemeinsam, von dort kommt das eben. Rechne ich jetzt 12 Hundertstel aus im Taschenrechner, dann bekomme ich eben immer eine Kommazahl. 1% ist ja 0,01, das heißt 10% ist 0,1, 12% ist also 0,12. Wenn ich etwa im Geschäft stehe und sehe, oh, da ist 25% Ermäßigung, dann kann ich im Handy entweder 25% mal der Zahl des Preises oder eben 0,25. Das ist ja nämlich ein Viertel. Wenn mein Taschenrechner kein extra Prozentzeichen hat, dann kann ich auch 25 Hundertstel eingeben oder ich weiß dann schon, okay, es sind 0,25. Also so viel für euch, die schon im Geschäft wirklich wissen wollen, was sie bezahlen. Hier drei Beispiele und sonst findest du in diversen Büchern oder im Internet auch tausend andere Beispiele. Du kannst dir auch verschiedene Beispiele ausdenken. Manchmal kann es sein, dass komplizierte Kommazahlen herauskommen, aber wenn es um Euro geht, dann runden wir eben immer auf die zweite Dezimalstelle, weil wir haben ja nichts Kleineres als Cent. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.